Oh, heiß, heiß. What's poppin', party people? Was geht ab? Was geht ab? Get up! Get down! Sex Machine! Ihr habt euch eine Sache ganz doll gewünscht. Und zwar, dass Kevin etwas zum Heiratsantrag sagt. Das ist jetzt das dritte Video in a row, wo das Thema Hochzeit oder Heirat im Titel ist. Und ich muss zugeben, es ist mir ein bisschen peinlich. Weil ihr habt danach gefragt, okay? Und wir selbst schon. Ich habe euch auf Instagram nach Fragen gefragt, damit er nicht so in der Luft hängt. Weil ich glaube, Kevin erzählt nicht einfach so von einfach der Leber weg los. Irgendwas. Das wird ein sehr kurzes Video werden. Aber bevor ich euch mit Kevin alleine lasse, beziehungsweise mich hinter die Kamera begebe, wollte ich noch kurz einmal sagen, oder wir einmal kurz sagen, dass wir uns bei euch bedanken müssen und wollen für die tolle Erfahrung, die wir mit euch im November gemacht haben. Danke für die vielen Einsendungen der Schnurrbärte, für die ganzen Nachrichten auch von den Frauen unter euch, die gesagt haben, dass sie ihre Männer überredet haben mitzumachen oder für nächstes Jahr überreden wollen mitzumachen. Das ist Kevins finales Ergebnis. Also mir ist das nochmal so klar vor Augen geführt worden, wie viel Verantwortung man halt auch als Partnerin gegenüber einem Mann hat oder auch als Partner gegenüber einem Mann. Aber noch mehr als Partnerin gegenüber einem Mann, weil ich gelernt habe, wie viele Frauen etwas gegen Schnurrbärte sagen. Und auch bei DM und Gillette und der Movember Stiftung bedanken für diese großartige Arbeit und euch daran erinnern, dass Männergesundheit halt auch außerhalb des Novembers und Movembers wichtig ist. Also passt gut auf eure Männer auf. Schickt sie zur Vorsorge, schickt sie zum Psychiater und Psychologen, wenn sie Hilfe brauchen. Falls ihr in diesem Zuge irgendwelche Probleme habt oder jemanden kennt, der Probleme hat, werde ich hier auch nochmal die Nummer der Telefonseelsorge einbauen, die ich sehr doll empfehlen kann. So, jetzt habe ich genug geredet. Wollen wir anfangen? Frage Nummer 1 ist keine Frage, sondern eine Anmerkung und die ist von Sam und sie sagt, keine Frage, aber finde es mega geil, dass ihr heiratet und freue mich drauf. Oh, danke Sam. Hast du mit dem Antrag gerechnet? Überhaupt gar nicht. Null, nada, niente. Null. Also weder in dem Moment noch generell, dass du mir einen machst, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, nein. Was ist in dir vorgegangen, als du den Antrag bekommen hast, beziehungsweise was war dein erster Gedanke? Mein erster Gedanke war, ist das ein Antrag oder sagt sie mir jetzt gerade einfach nur, dass sie mich, also ist das nur so eine Liebeserklärung oder ist es ein ernstzunehmender Antrag? Lieber Kevin, möchtest du auch gerne einen Verlobungsring tragen? Ganz ehrlich, das also. Ich kauf dir einen, wenn du einen willst. Das hat Jacko jetzt auch noch nicht erzählt, aber diese Kette aus der Freundschaftskollektion sehe ich so ein bisschen als mein Verlobungssymbol, weil das auch irgendwie so zeitgleich kam und ich bin auch kein großer Freund von Ringen, deswegen passt das. Warst du auch ein wenig traurig bzw. enttäuscht, da Jacko es dir vorweggenommen hat irgendwie? PS, du darfst ehrlich sein. Enttäuscht wäre zu groß das Wort. Ist schwer zu sagen. Ich habe mich auf der einen Seite sehr gefreut, dass du das übernommen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du das getan hast und dass du einen Antrag gemacht hast. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn ich den hätte machen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich enttäuscht gewesen bin, dass mir irgendwas weggenommen wurde oder sowas. Das würde ich nicht so behaupten, nein. Hast du mit deinen, in Anführungsstrichen, Jungs schon über Hochzeit bzw. Rollenbilder bei Anträgen gesprochen? Nein. Also über Hochzeit ja, mit Nils, weil Laura und Nils geheiratet haben. Und da hat man natürlich schon mal ein bisschen hier und da über so Hochzeit allgemein gesprochen, aber über Rollenbilder absolut nicht. Aber ich muss jetzt auch einmal dazu sagen, dass ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass gerade in unserem Freundeskreis dieses klassische Rollenbild und Rollenverteilung kein Thema ist, weil wir alle nicht so denken. War es okay für dich überhaupt, einen Antrag zu bekommen und den nicht selber zu machen? Nee, also das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Das fand ich richtig doll scheiße. Natürlich war das okay für mich. Warum sollte das nicht okay für mich
gewesen sein. Tatsächlich wusste ich selber gar nicht, aber anscheinend habe ich da im Studium bereits mit einer Studienkollegin drüber gesprochen. Nachdem wir den Antrag veröffentlicht haben, hat die mir auch geschrieben auf WhatsApp und dass sie das auch so krass findet jetzt, dass wir da schon im Studium drüber gesprochen hatten und jetzt passiert das halt auch so. Also wir hatten im Studium darüber gesprochen, dass es so weird ist, dass es so gang und gäbe ist, dass nur der Mann den Antrag macht, dass es auch einfach mal andersrum sein könnte. Für mich hat das null Unterschied gemacht. Ich habe auch nicht verstanden, wie Menschen da einen Unterschied machen können. Und deswegen war es absolut okay für mich, na klar. Wie hättest du einen Antrag gemacht? Natürlich mit Flashmob in den Spandauer Arkaden. Um ehrlich zu sein, hätte ich mir, glaube ich, einen romantischen Abend überlegt. Vielleicht hätte ich was gekocht oder so. Und ja. Bist du sauer auf Jaco, weil sie den schönen Moment für sich ausgesucht hat? Um ehrlich zu sein, finde ich es sogar vielleicht fast besser so, weil ich weiß, dass du es in diesem Moment ganz, ganz toll gefühlt hast und in diesem Moment, also du meinst es natürlich sonst auch immer ernst, also sonst, aber gerade in diesem Moment ist besonders aufrichtig von dir war und so kommt es dann natürlich dann auch bei mir an und deswegen, nein. Bin ich nicht sauer. Hast du einen sozialen Druck gespürt, das Thema Hochzeit auf eine bestimmte Art zu handeln? Schwierig, sehr schwierig. Also im ersten Moment habe ich natürlich schon so einen Gedanken gehabt von, oh nein, das hätte ja ich eigentlich tun sollen, auch wenn es, nein. Im ersten Moment hatte ich schon einen Gedanken wie, oh, also nicht im ersten Moment, aber so in den ersten Nachgängen danach, oh, das andere könnten das nicht so verstehen, wie ich das ja eigentlich verstehe. Aber da ich ja persönlich dieses Bild so gar nicht im Kopf habe, war das Gefühl jetzt für mich persönlich nicht so super präsent oder intensiv. Deswegen kann ich da mich ein bisschen schlechter reinversetzen. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es ist natürlich eine individuelle Frage, dass es den einen oder anderen Typen schon ein bisschen im Ego kränken könnte, dass er jetzt nicht derjenige ist oder dass er dann vielleicht auch ein bisschen die Angst hat, dass was andere denken können. Ich habe das Gefühl, dass ich die Frage sehr unzureichend beantwortet habe, aber ich weiß auch gerade nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Was würdest du denn als Tipp rausgeben an Männer, die vielleicht zukünftig gefragt werden von ihren Freundinnen? Wenn die sich schämen vielleicht. Na seid froh, ihr könnt nichts falsch machen, wenn die euch fragen. Dann könnt ihr nicht in kein Fettnäpfchen treten. Ist doch geil, Alter. Ist doch geil. Und außerdem wisst ihr auch, dass die nicht ja sagen, weil die sich unter Druck gesetzt gefühlt haben. Sondern die haben ja euch gefragt, die wollen ja wirklich. So, letzte Frage. Kaisermädchen fragt, ich W26 habe gedroht, vorm 30. einen Antrag zu bekommen. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Finde ich vollkommen legitim. Ja, aber also, vielleicht will der gar nicht heiraten. Das möchte ich hier nochmal sagen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ja, wir zerkauen jetzt gerade diese Hochzeitsthematik, weil es für uns sehr emotional war und weil Hand aufs Herz ist gerade Corona. Es gibt echt wenig, worüber ich reden kann. Es ist toll, man kann eine Party feiern, man kann ein schönes Kleid kaufen und man kann Steuern sparen. Das ist eine ganz tolle Sache. Aber definitiv kein Lebensziel. Ich möchte das hier nicht propagieren. Ist das falsche Wort? Ich würde eher sagen, auf so ein Podest stellen, als wäre das irgendwie was, so ein Achievement, was man achieven muss. Mhm. Ich finde, es hätte auch zu uns gepasst, nicht zu heiraten, wenn ich nicht so super gerne die Party hätte. Ja, die Party wäre schon sehr schön. Ich heirate für die Party. Die Party und die Geschenke. Wäre schon sehr schön, ja. Kriegt man da geile Geschenke? Kennst du auch unsere Familie? Grüße gehen raus, Vicky. Bitte kein Stein. Gut, ja, das war's schon wieder. Habe ich alles beantwortet, was ihr wissen wolltet. Du wollt viel zu viel wissen. Tschüss mit Öl. Gib ein Küsschen. Ihr seid süß und klein. Tschüss.